Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier gerade vor einer meiner neuesten Wildkameras und zwar eine Inilink. Diese Kamera ist mir immer wieder aufgefallen bei verschiedenen Verkaufsplattformen wie eBay, AliExpress, China Gadgets, Amazon. Und ich habe immer wieder versucht, diese Kamera zu kaufen. Mir wurden dann aber immer andere Kameras geliefert. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen. Die Anordnung der LEDs und diese Form der LEDs, die sind mir aufgefallen und genau die wollte ich auch mal testen. Jetzt habe ich es ja endlich mal richtig geliefert bekommen und zwar über Amazon, über AliExpress kam immer irgendwas anderes, was ganz billiges. Ich bin gespannt auf die Qualität, die Bildqualität, vor allen Dingen auf die Ausleuchtung in der Nacht. Ich bin wieder zurück bei meiner Inilink Wildkamera, da habe ich jetzt zur Kontrolle mal kreuzweise eine Compact T80 aufgehangen, weil mir immer viel zu wenig Aufnahmen auf dieser Kamera drauf war. Und jetzt habe ich bei diesem Kreuzverhör sozusagen festgestellt, es sind zu wenig Aufnahmen, weil hier einfach wenig los ist. Also, es sind ein paar Aufnahmen vorhanden, die zeige ich euch natürlich, könnt ihr euch ein Urteil machen über die Qualität dieser Kamera. Vom Preis her, ja, ist okay. Mich haben halt diese LEDs fasziniert, die sind gar nicht so schlecht, finde ich mal. Ich werde die mit in die Garage mitnehmen und dann aufmachen und mal nachgucken, wie die Technik so aussieht. Irgendwann werde ich sie natürlich wieder in den Wald bringen, vielleicht an einer anderen Stelle. Ja, ich denke mal zu einer anderen Stelle und dann gibt es weitere Videos von dieser Wildkamera. Ich sehe mich selber nicht.